Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alone in the Dark. Ja, der Zombie in der Küche. Dem werden wir jetzt mal an den Hals springen gleich. Da der aber direkt hier kommt, rüsten wir uns jetzt mit der Schrotflinte aus. Benutzen. Bäm. Einmal. Bäm. Zweimal. Und dann müsste das doch schon gewesen sein, oder? So ist es. Juhu. Das hat auch gut geklappt. Ich habe gerade gesehen, das war auch gar nicht Let's Play 5, sondern das war das Let's Play 4. Aber jetzt machen wir das Let's Play 5. Ein Schuhkarton, den schauen wir uns genauer an. Sonst findet er hier nichts. Aber hier haben wir Wasser. Ah, und da können wir jetzt nämlich unsere Kanne auffüllen. Benutzen. Sie füllen die Kanne. Was war das für ein Geräusch? Da schauen wir mal rein. Au, ein Revolver. Nice one. Und der hat 6 Schuss drin. Seltsam, dass ich meine 38er nicht direkt von Anfang bei habe, wie es in dem Schreiben bei der Auswahl der Charaktere stand. Aber dann wäre der Anfang nicht so spannend gewesen. So, hier tun wir den leeren Schuhkarton absetzen. Platz. So, wir haben ja hier so einen Suppentopf. Den könnte man essen. Ich glaube, dann wird dem sogar schlecht. Ich weiß das gar nicht mehr. Das testen wir mal ganz kurz. Ich brauche den aber für ein Rätsel. Oder eher gesagt, für eine Vereinfachung. Sonst muss ich ganz viele Zombies in so einem Esssaal töten. Essen trinken? Püh, Menschenfleisch! Hat er das jetzt gegessen? Hat er Energie dadurch verloren? 27. Spiel laden. 27. Ja gut, aber wir essen auf jeden Fall kein Menschenfleisch. Gehen wir hier in den Raum rein. Ich glaube, hier geht's auch zum Esszimmer. Oh ja, so ist es. Ich könnte die jetzt jeden einzelnen von denen bekämpfen. Aber stattdessen gehe ich schnell hier hin und setze den Essenstopf ab und gehe denen jetzt aus dem Weg. Muss ich nur vorsichtig gehen. Ich darf die nicht berühren. Sonst wäre einer nach dem anderen nämlich aufgestanden und hätte mich angegriffen. Jetzt sind sie zufrieden, weil ich den Menschenfleisch gegeben habe. Nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Kann ich die Tür hier öffnen? Okay, die geht schon mal auf. Da sind wir in der Haupthalle. Ey! Da ist das. Da muss ich die ganz schnell reinrennen und die Kanne benutzen.
Alter, ich habe schon einmal Energie verloren, so Mist. Volle Kanne benutzen. Alter, was ist das denn? Falsche Stelle? Ah, sie gießen Inhalt der Kanne auf die Zigaretten. So, weil das giftiger Qualm war. Ja, wir haben Energie direkt verloren. Das ist natürlich blöd. Spieladen. Oh oh. Da ist irgendwie das Spiel abgestürzt. Dann machen wir hier mal einen Break. So, da bin ich wieder. Ich musste leider zwei Speicherstände zurückgehen. Irgendwie war der Speicherstand kaputt gegangen. Immer wenn ich neu geladen habe, ist er direkt hier abgestürzt im Raum. Dann konnte ich den ganzen Mist jetzt nochmal machen. Naja. Bin aber eigentlich genauso durchgekommen wie vorher. Immer noch 27 Energie. Die Tür müssen wir noch aufmachen. Da stürmen wir jetzt schneller rein in den Raum. Halt! Fuck it! Damn! Das hat mal wieder nicht geklappt und schon 5 Energie verloren. Naja, jetzt spielen wir weiter, bevor er wieder abstürzt. Sollte trotzdem irgendwie klappen. Was? Jetzt hat er zweimal gehustet. Ist nicht wahr. 17. Ja, nee, das geht nicht. Spiel laden. Da habe ich ihn hingelegt. Mach das schon, das gibt's da nicht. Puh, ja gut. Genauso wie vorher. Ein bisschen Energie haben wir verloren. Aber jetzt spielen wir weiter. Abgesperrt. Schauen wir mal, ob das Schlüsselchen dazu passt. Ne, passt nicht dazu. Sollte den Schlüssel benutzen. Dann ist das der falsche Schlüssel. Gesperrt. Geht auch nicht auf. Gehen wir mal nach oben. Ob der in den Raum da oben reinpasst. Muss der irgendwo für unten sein. Oh nein, ist es hochgegangen. Das wollte ich nicht.
Gehen wir hier links lang und noch in den Keller. Ich kann mich erinnern, dass da hinten noch so ein Pirat oder sowas war, den man bekämpfen muss. Aber der war richtig ätzend, der Kampf. Und das geht, glaube ich, auch nur mit einem bestimmten. Oh, ich glaube, hier geht es in den Keller. Gehen wir erstmal hier rein. Eieiei. Oh, stimmt. Hier sind so Sachen runtergekommen. Hier sind so Sachen runtergekommen, ich erinnere mich. Nichts Besonderes, da musste man sich irgendwie beeilen, irgendwie so. Irgendwo gab es hier was Verstecktes. Ne, wir lassen die mal da. Ich glaube, erst dann, wenn man die nimmt, kommen die, oder? Oh nein, sie kommen direkt. Ah, okay, da war es das schon gewesen. Gehen wir erstmal weiter. Ob wir hier noch was anderes haben. Die sind nämlich echt mies, die Spinnen. Den wollen wir uns erstmal nicht anlegen. Ah, hier ist der Ballsaal. Gerade gucken. Hier muss ich das Grammophon spielen lassen. Das Problem ist, man braucht die richtige Melodie. Kellerschlüssel. Aha, hier. Das heißt, ich habe gerade sogar die Tür schon geöffnet. Kann ich den eigentlich schon wegwerfen? Muss man aufpassen, dass man nicht von denen erwischt wird. Schallplatte. Ich weiß nicht, ob das die richtige ist. Abgesperrt. Feuerzeug. Setzen wir mal hier die benutzen. Gefällt ihr nicht? Sie hören den Donauwalzer. Ja, nimm das mal mit. Kannst das hier ablegen. Wir kommen da nämlich nicht dran. Wir müssen da zu dieser Pendeluhr, von der wir im Brief gehört haben. Läuft die Mucke jetzt immer weiter? Testen wir mal. Gehen wir hier raus. Läuft immer weiter. Nehmen wir das mal. Nee. Die hört bestimmt schon auf. Hoffe ich mal, wenn die zu Ende gespielt ist. Wahrscheinlich ist das so laut, dass das durchs ganze Gebäude geht. Vielleicht kann ich hier was tricksen, wenn ich rückwärts dran gehe. Ne, ich muss untersuchen. Okay. Dann nehmen wir die drei Pfeile und nix wie raus hier. Hui, renn! Renn, 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 renn! Renn schon! So, die folgen mir aber nicht in den Flur, soweit ich weiß. Ja, genau so ist es. Wir haben jetzt die Pfeile, die brauchen wir oben in der Bibliothek, könnten aber jetzt schon in den Keller runter. Weiß ich jetzt nicht genau. Ich würde sagen, hier ist eine gute Stelle zum Speichern. Let's Play 5. Und dann machen wir hier wieder einen Break. Bis zum nächsten Mal, euer Chojin.